Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Angular.js Listen. Vorweg, das JavaScript-Framework Angular.js wird in Zeile 6 mittels Script-Tag eingebunden. Die Webanwendung wird initiiert durch die ng-app-Direktive im Wurzelelement HTML. Nun zu den Listen. Eine Liste, eine Ansammlung von Daten wird durch eckige Klammern definiert. Die einzelnen Werte werden durch ein Kommazeichen getrennt. Zwei Beispiele. Die Liste X hier in Zeile 2 mit den drei Werten Raspbian, OpenALEC und Pydora, drei Zeichenketten. Also, Name der Variable ist gleich, dann die Liste, eckige Klammer auf. Dann Wert, Komma, zweiter Wert und Komma, dritter Wert und eckige Klammer zu. Dann die Liste Y mit den vier Zahlen 1, 6, 3 und 2. Die Ausgabe einer Liste erfolgt durch geschweifte Klammer auf, dann Name der Variable, zum Beispiel die Liste X und das Ganze dann schnell mal speichern und die Seite aufrufen. Das ist dann die Liste. Oder Ausgabe der Liste Y, das geht genauso. Geschweifte Klammer auf, Y, geschweifte Klammer zu, mit den Werten 1, 6, 3 und 2. Die Länge einer Liste also, sind es drei, vier Werte oder was auch immer, bekommt man mittels Listenvariable Punkt LENGTH. So zum Beispiel Y Punkt LENGTH. Speichern und Seite aufrufen. Und die Liste hat vier Werte. Oder auch wieder mit der Liste X. Speichern, Seite aufrufen und das sind drei Werte. Der erste Wert in einer Liste, zum Beispiel hier für Liste X, Raspbian, hat den Index 0. Der zweite Wert, OpenALEC, hat Index 1 und so weiter und so fort. Per Listenvariable, eckige Klammer auf Indexnummer, wird der dazugehörige Wert ausgegeben. So zum Beispiel X. Eckige Klammer auf, Index 0, eckige Klammer zu, speichern. So bekomme ich dann den Wert Raspbian. Oder für die Liste Y, zum Beispiel Index 2. Das müsste dann die Zahl 3 sein. Ganz genau. Mithilfe der Direktive ng-list wird die Zeichenkette einer Texteingabe in eine Liste umgewandelt, wobei ein Komma als Trennzeichen fungiert. Und das probieren wir gleich mal aus, und zwar spezifisch hier für Zeile 9. Wenn ich jetzt noch ohne die Direktive ng-list eine Zeichenkette eingebe, dann sieht das so aus, zum Beispiel so, eine einfache Zeichenkette. Jetzt mit Direktive ng-list, dann sieht das schon ganz anders aus. Hier ist übrigens die Ausgabe, der Variable Namen, die hier definiert wird. Und hier ist die Ausgabe der Variable Namen. Und Seite neu starten und jetzt gibt es zum Beispiel jetzt hier die Liste. Komma ist das Trennzeichen, das Standard-Trennzeichen. Und jetzt irgendein anderer Name, zum Beispiel Peter. Und so geht es dann immer weiter. Man kann aber ebenso das Trennzeichen bestimmen. Und zwar durch ng-list ist gleich und dann das Trennzeichen. So zum Beispiel ein Semikolon.
und speichern, Seite neu aufrufen. Wenn ich jetzt das gleiche nochmal eingebe, Paul, Komma, Peter, dann gehört das Komma dann immer noch zu der ersten Zeichenkette. Getrennt werden die Werte durch ein Semikolon. Und jetzt zum Beispiel noch irgendein Name. Zum Beispiel Ines. Der Filter Order By bringt Ordnung in die Liste. Die Zeichenketten oder Zahlen werden korrekt sortiert, alphabetisch oder numerisch. So zum Beispiel die Ausgabe der Liste Y, dann der Filter Order By, speichern und Seite neu starten. Hier fehlt noch das R, speichern, Seite neu starten. Und dann wird hier numerisch sortiert, 1, 2, 3 und 6. Oder für die Liste X, speichern und alphabetisch. Oder das Ganze geht auch umgekehrt, und zwar mit Order By, Doppelpunkt, dann eine leere Zeichenkette, Doppelpunkt und To. Reverse gleich To. Speichern und das ist dann genau umgekehrt. Oder nochmal für die andere Liste. 6, 3, 2 und 1. Das war Josef Paul von Home Screencast. Ciao und viel Glück.